Halli, hallo, Hallöle und willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich bin's, guten der Tag. Und ich der, bin Black. Der Black. Genau. Jo, und wunderbar. Wir sind, wo sind wir? Wir gehen mal gleich hier nach rechts. Weil rechts haben wir einen Transportfahrer zu evakuieren. Ja. Oder zumindest erstmal mit ihm zu quatschen. Ja. Ja. Das wolltest du schon das ganze Let's Play lang sagen. Auf geht's nach rechts. So nach dem Motto, ne? Naja, natürlich. Absolut. Nee. Aber da, das erinnert mich an, wie gesagt, ich habe nur das Hörbuch gelesen von hier. Er ist wieder da. Er ist wieder da, genau. Und da ist halt auch die eine Szene ganz am Ende, ist das, glaube ich, wo er im Krankenhaus liegt und dann die Schwester reinkommt. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen und dem geht's gut. Fand ich ganz lustig. Oh Mann. Wir haben dort vorne irgendwas zu tun, aber ich weiß nicht was. Ja, hier hat jetzt gerade einer gequatscht und wir müssen jetzt einen Weg zum Aufnahmebereich bahnen. Und hier ist noch jemand, der hier fightet. Achso, der hat bei mir nicht gequatscht. Ich helfe dir mal. Achso, der hat schon. Naja, gut. Wir brauchen ja die Gefangenen, glaube ich, einfach nur, oder? Oder Wahnsinnigen oder was auch immer. Ja, irgendwie sowas. Siege entflohene Häftlinge. Ja, gut, das sind alle. Ich frage mich allerdings, warum wir die Questen erst jetzt bekommen haben. Manchmal werden Questen auch erst später, wenn du einen anderen Teil der Quest gemacht hast. Folgequesten mäßig oder was? Mhm. Sowas in der Art, aber auch wenn die Quests manchmal nichts miteinander zu tun haben, ist besonders auffällig beispielsweise auf Coruscant gewesen. Da hast du halt eine Quest erledigt und dann musstest du woanders hin und hast quasi für das andere Gebiet gleichzeitig noch eine Quest dort mit abholen können. Das ist halt ja nicht mal Bonus oder sowas in die Richtung, ne? Das ist halt einfach nur ganz normal. Ja, aber wie gesagt, diese Quest ist, glaube ich, auch als, sagen wir mal, nicht so wichtig eingeordnet. Das heißt, theoretisch müssten wir die nicht machen. Wir würden trotzdem genug XP kriegen, weil die anderen ja angepasst wurden. Wo sieht man das denn? Na, wenn du auf die Karte guckst, ist die grün. Nicht mehr lila. Lila sind jetzt ja alles die wichtigen Quests. So, da drüben mit dem Typen da müssen wir reden. Hallo, Herr Fahrer. Okay. So, die Datenkristalle kriegen wir jetzt einige. Haben die eventuell, ich will mal kurz gucken, ob die I-Währung. Ja, Datenkristalle. Kriegsgebiet-Auszeichnung, okay. Ja, die Datenkristalle, genau. Also die Datenkristalle sind jetzt wieder die neuen Planetenauszeichnungen. Hat sich schon wieder geändert. Wieso das denn? Weiß ich doch nicht. Wieso behält man das Gleiche? Also vom Prinzip her, wobei jetzt haben sie mehr gemacht, ne? Ja, es ist auf jeden Fall deutlich mehr. Eventuell, sag mal, konnte man so den Preis ein bisschen feiner unterscheiden. Weil jetzt bezahlt man, was weiß ich, früher, wo man vielleicht eine Planetenauszeichnung hatte, kann man jetzt sagen, ja, okay, du bezahlst jetzt 20 und das ist ein bisschen teurer, machen wir 22. Okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hab's wobei, gesagt, wobei ich glaube, ich kann es mir erklären, glaube ich. Das letzte Mal hatten wir Planetenauszeichnung, war das Limit von 100 gewesen beim allerersten Mal, seitdem wir angefangen haben. Bist du von Lamarsch? Hä? Warum denn? Komm, wir machen mal ein Wettrennen hier. Warte, komm mal her zu mir. Warte. So, okay. Hier neben mich stellen. Gerade Strecke, davor geht's, auf die Plätze, fertig. Los. So, einfach gerade fliegen, das meine ich damit. Hast gemerkt? Hä? Eindeutig ein bisschen langsamer als ich. Warte, ja, ich halt langsamer. Mal hin. So. Du. Nicht viel, aber ich ziehe dir eindeutig davon. Wieso so, geradeaus das denn? Weiter. Vermutlich hast du. Der Gleiter ist schneller, ne? Nee, die Gleiter sind alle gleichstellend. Du hast vermutlich die eine, sagen wir mal, Gleiterrequisition noch nicht gekauft. Ich habe die übers Vermächtnis freigeschalten. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen schneller. Allerdings ist das jetzt auch kein Unterschied. Nö. Kein so großer Extremer. Ja. Das macht es auf jeden Fall nicht unbedingt. Hol ich dich halt mal wieder ein, wenn du mal wieder vorne wegrennst. Das ist auch nicht so schlecht. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinrennen. Ich habe einfach nur gesagt, dass wir hier das Rennen fahren. Oh, es passt schon vom Weg her. Genau. Ja, bin da schon gut unterwegs, ne? Genau. So, du kannst Gas geben wie ein Wilder. Ich hole dich ganz langsam ein. Genau. Nee, aber jetzt nochmal zu den Auszeichnungen auf jeden Fall. Das wollte ich nämlich nochmal erzählen. Wir hatten am Anfang hatten wir ja wirklich von 1 bis 100. Gehabt, also die normalen Planetenauszeichnungen. Ich weiß gar nicht, dann hier wurden die letztes Jahr umgeändert, dann haben die anders gehießen und weißt du noch, wie die Flottenauszeichnung, Flottenauszeichnung, genau. Und die waren auf 1000 halt limitiert, also das, was du halt im Grunde genommen schon gesagt hattest, ne, dass da eine Differenzierung ja schon mal stattfand und dass wir jetzt ja auch nochmal welche haben, die jetzt
Ja gut, jetzt das mit den 1000 ist geblieben. Allerdings haben wir jetzt Green, Blue und ja Lila halt, ne? Also wahrscheinlich von der Seltenheit her betrachtet. Und dass man dann da wahrscheinlich auch nochmal differenzieren kann, dass man da nochmal etwas besseres Equipment herausbekommen kann am Ende. Ja, ist möglich. Also sie wollten da wahrscheinlich schon ein bisschen was erweitern und so weiter und so fort. Und einiges, naja, da haben wir ja gesagt, mit dem Patch soll sich einiges ändern und es hat sich einiges geändert. Alles haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja, ich finde, ich muss sagen, ich so schlecht finde ich das vom Prinzip her gar nicht, dass man halt sagt, okay, gut, wir versuchen, also das Spiel versucht ja im Grunde genommen so zu sagen, okay, wir versuchen die Spieler relativ schnell in den High-Content zu bringen versuchen trotzdem allerdings noch, wenn die Spieler jetzt wollen und die Spieler Questen oder sowas in die Richtung, vergeben wir diese Auszeichnungen, vergeben gegebenenfalls auch gute Auszeichnungen oder sowas in die Richtung. Und damit die Spieler sich auch vernünftiges Equipment halt auf jeden Fall holen können. Genau, so, jetzt haben wir mal ein Gespräch, denke ich mal. Wow. Du bist bei mir unsichtbar. Ihr seid sicher der Jedi, der Enna hier treffen wollte, oder? Ich weiß schon, wonach das aussieht, aber ich habe ihr gesagt, dass sie auf euch warten soll. Sie wollte unbedingt raus und sich umsehen. Ich habe sie gewarnt. Wenn das Imperium sie nicht erwischt, dann die entflohenen Häftlinge, habe ich gesagt. Aber Enna hat nicht auf mich gehört. Wie dein Laserschwert hier durch die Gegend schwebt. bei mir ist es gar nicht. Bei mir ist es weggesteckt. Ich bin Pak Taldin. Ich arbeite hier. Enna hatte gehört, dass ich Belsarvis besser kenne als jeder andere hier. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Jetzt will ich nur noch, dass ich das alles überlebe. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr auf mich gewartet habt. Ihr hättet auch verschwinden können, als Enna starb. Ich hab auch daran gedacht, aber ihr wart ja selbst da draußen. Wo soll ich schon hin? Ich weiß nur zu gut, was die Häftlinge mit mir machen würden. Und das Imperium ist noch schlimmer. Da habe ich mir gedacht, ich kann genauso gut hierbleiben. Nach dem zu urteilen, was Enna mir erzählt hat, könnt ihr jede Hilfe gebrauchen. Ich suche einen imperialen Offizier, einen rothäutigen Sith. Enna hat gesagt, dass die Imperialen sich beim Hauptreaktor verschanzt haben. Sie nehmen Befehle von einem reinblütigen Sith entgegen. Sie haben schwere Waffen und einen Strahlenschild, der ihre Position schützt. Die wird so schnell niemand von dem Reaktor vertreiben. Wenn Kanus beim Reaktor ist, müssen wir einen Weg finden, ihre Verteidigung zu überwinden. Ihr werdet es nie an den imperialen Schilden vorbeischaffen, bevor euch ihre Waffen niedermähen. Wir brauchen einen Plan. Einen Plan brauchen wir. Was, wenn wir die Schilde ausschalten? Wenn ihr die Energierelais überlastet, die das Energiegitter im Sektor versorgen, könntet ihr den Strahlenschild ausschalten. Wir haben hier Ionenladungen. Wir könnten eine an jedem Relais platzieren und sie gleichzeitig hochjagen und so die Verteidigung des Imperiums kurzschließen. Gebt mir die Ionenladungen. Behaltet Ennas Überreste im Auge. Sorgt dafür, dass sie respektvoll behandelt werden. Kontaktiert mich, wenn ihr alle Ladungen platziert habt. Ich sprenge sie dann von diesem Kontrollraum aus. Viel Glück und passt auf euch auf. Okay, bist du wieder da? Ja, da bist du wieder. Juhu. Da bin ich wieder. Du bist übrigens gemutet, ich höre dich nicht. Da bin ich wieder. Jawohl. Ja, bei mir warst total. Du die ganze Zeit unsichtbar. Warst du auch unsichtbar bei dir? Nö, gar nicht. Also ich habe nur dein Laserschwert durch die Gegend, Gegend schweben sehen. Kann man nicht anders sagen. Ach so. Hier unten ist das nächste, gehen wir gleich mal dahin. Auch wenn das wieder so eine unwichtige Quest ist. Du darfst entscheiden, willst die mitmachen? Ach komm, ja. Ja. Welche denn? Hier, die unwichtige. Ja, ja, die unwichtige, hier. Okay. Gut, die für dich unwichtig, ja? Nee, laut Liste halt unwichtig. Warum? Hey, das ist meine Quest, du Lappen. Na, dann ist sie unwichtig. Ja, ich wusste ja, dass du versuchst, darauf anzuspielen. So, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich feile hier noch gegen den Bandenchef. Ich hab den Bandenchef erledigt. Na, kommt eh wieder ein neuer. Bringt nichts. Dann feite ich mal hier gegen den Sith-Tyrann. Viel wichtiger. Sei froh, dass du nicht gegen das Sith-Lager fightest. Das ist OP, ja. Naja. Soll ja auch keiner so einfach reinkommen. Aber ich habe länger überlebt als du. Allgemein habe ich überlebt. So, komm, weg damit. Yay.
Du hast auch die einfach zu spielendere Klasse. Kann ich auch sagen. Ja. Ich habe auch schon die andere Klasse gespielt. Ja, dann, wir können ja mal tauschen. Na klar, gib mir deine Accountdaten. Ja, die kannst du bekommen. Gib mir deine Accountdaten. Später. Erstmal spiele ich deinen. Ich will natürlich überprüfen, ob du mir die richtigen gegeben hast, bevor ich deinen Account lösche. Bevor. Ah, ich weiß auch, dass du so ein Daten-Heini bist, der nie gerne irgendwelche Daten herausgibt. Ja, macht man ja auch nicht. Sollte man auch nie machen, letzten Endes. Die meisten Hacks bei Online-Spielen passieren einfach dadurch, dass Leute ihre Daten an irgendjemanden weitergegeben haben, den sie am Anfang vielleicht gemocht haben, aber am Ende vielleicht nicht mehr. Und manche sind einfach, sagen wir mal, tun es auch so. Bei Fiesta beispielsweise ist jetzt mittlerweile eine Phishing-Seite dabei, die aussieht wie der Item-Shop, nur ein bisschen billiger ist. Ach so? Okay. Ja. Wird markiert als der dänische Item-Shop, was natürlich nicht ganz hinhaut. Aber ja, wird halt so hingestellt. Ach so. Und wenn man da deine Daten eingibt, ist halt nicht so schön. Die Leute davon noch was haben. Also ob es sich sowas bringt überhaupt, scheinbar schon, ne? Ja, scheinbar schon, weil wie gesagt, letzten Endes mit dem Item-Shop hat man ja Zugriff auf den gesamten Account und naja, entweder man holt sich was von dem Account, die ganzen, die Ingame-Währung, alles ist ja Geld wert. Ja, stimmt allerdings. Ist ja nicht nur so wie bei, ich meine, bei Fiesta ist es zwar verboten, aber bei WoW beispielsweise ist es ja so, dass wirklich... Platziert. Schaltet den Strahlenschild der Sith aus. Verstanden. Detonation der Ionenladungen jetzt. Jetzt ist der Weg frei. Als nächstes kommt der spaßige Teil. Die schweren Waffen der Sith. Viel Glück. Ich warte ab. Und manchmal ist das einfach nur, um andere Leute zu stören. Das ist natürlich auch. So, okay. Da bin ich dabei. Das ist prima. Gehen wir mal nach rechts rum. Schon wieder rechts. Rechts. Ja, rechts. Oder eher links. Das hier ist rechts rum. Also wenn ich hier rechts runter gehe, dann ist ein bisschen mehr. Oder willst du unbedingt die linke Helden plus 2 Mission machen? Könnten wir eigentlich auch mal versuchen. Die Heldenmissionen sollen ja allgemein leichter geworden sein. Ja, dann probier das doch mal. Genau, selbst die Helden plus 4 Missionen dürften ja jetzt von 2 Leuten schaffbar sein, so wie es ist. Oder gesagt wurde. Das heißt, wenn wir da fehlen, dann liegt es dann eindeutig nicht daran, dass wir zu wenig sind, sondern einfach nur an dir. Okay. So, links. Dann ist ja gut. Dass es dann an dir liegt. Genau. Okay. Sehe ich auch so. Hauptsache, es liegt nicht an mir. Lass mich bitte nicht, hol mich bitte nicht ein. Überhol mich nicht. Ich bin schon längst hinter dir, vor dir, also bei mir. Jetzt bin ich erst hinter dir bei mir. Na, das wird das, sagen wir mal, das Server-Delay sein, dass die Position nicht hundertprozentig übertragen wird. Das heißt, ich krieg deine alten Positionsdaten, die schon wieder ein klein wenig veraltet sind, und du kriegst halt meine veralteten Positionsdaten. Das gleicht sich in dem Moment aus. Und wenn wir quasi eigentlich beide genau nebeneinander sind, bin ich halt schneller. Wo bist du denn nicht so wieder hin? Ich wurde gehittet. Nichts kann er. Doch, ganz viel kann ich. Mit Sicherheit. Jawohl, der Hit, was du hier machst. Komm, dann räume ich mal hier noch ein paar mehr aus dem Weg, bevor du hier gehittet wirst. Ja, alter Hitter. Der Hitter. Das ist ja der Hit hier. Hey, ein Mörder. Jetzt bin ich ein Mörder. So. Na, dann gehen wir mal weiter. Geh weiter, Junge. Ich finde das schön mit dem zufälligen Auswählen der... Oh, da kam jemand geflogen mit so einem Banta, Buntu, keine Ahnung. Mit dem Viech da halt. Wir müssen hier lang. Oha. Da hinten in die Höhle, glaube ich. Ein Codex-Eintrag. Juhu. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Wo war denn der? Ja, ist egal. Keine Ahnung. Ist egal, du hast eh weniger XP als ich. Wie gab's doch hier im Allgemeinen? Ja, ich weiß. Oder hast du irgendwas umgehauen? Nö, gar nichts. So, überrannte Höhle, Heldenbereich. Ich denke mal, hier machen wir Pause. Und gehen dann in der nächsten Folge weiter. Achso, ja. Wollte nur nochmal schon mal die Höhle mir anschauen.
Ach so. Ja. Na dann, hier werden wir uns in der nächsten Folge ein bisschen zusammenstecken. Genau. Und schauen wir mal, was hier drin wird. Schöne blaue Pilze gibt's. Ich denke, du wird wieder high sein, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns an diese Heldenmission wagen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.